So, hier haben wir das nächste Spiel von Different Games und das ist unser erstes großes Vielspielerspiel. Wir haben es Corrosion genannt und es ist für ein bis vier Spieler, dauert ca. 60 bis 120 Minuten. Und das Schöne an dem Spiel ist, es hat extrem einfache Regeln, eigentlich. Die Regel sagt, entweder spiel eine Ingenieurin und dann machst du das, was da draufsteht. Nimm dir ein Rad, ein beliebiges, kleines oder mittleres Zahnrad. Pack es immer auf das dritte Segment deiner Fabrik hier. Und dann ist der nächste Spieler dran. Oder drehe an dem Rad und dann produzieren alle Maschinen, die hier anliegen sind. Und Karten, die im X-Segment sind, bekommst du wieder auf die Hand. So einfach kann Spielen sein, aber es hat natürlich auch eine hohe Komplexität, die sich aus den Kombinationen der unterschiedlichen Sachen ergibt. Denn wenn ich die unterschiedlichsten Ingenieurinnen spiele, das war jetzt eine sehr einfache, kann ich auch schon komplexere spielen, indem ich mir eine Drehmaschine nehme. Wir haben hier nämlich unterschiedliche Sorten von Maschinen. Drehmaschinen bedeutet, jedes Mal, wenn ich am Rad drehe, produziert mir das entweder ein mittleres Metallrad oder wasserwertwarm gemacht oder ich kann auch Chromräder produzieren. Jedes Mal so lange, bis das Chromrad auf das X kommt und dann verrostet mir diese Maschine, dann muss ich wieder was Neues erfinden, weil wir nennen es ein Temporary Engine Builder, weil kann nur temporär Maschinen aufbauen. Genauso kann ich solche Einmalmaschinen haben, die mir tolle Vorteile bringen. Zum Beispiel hier, wenn ich die Voraussetzungen erfüllt habe, bekomme ich zwei Chromräder. Das sind Einmalmaschinen, wie der Name schon sagt, die kann ich einmal nutzen, dann sind auch die verrostet und kommen weg. Oder die dritte Art von Maschinen, die liegen hier oben, das sind die Chrommaschinen. Die bringen deutlich größere Vorteile und bringen auch Siegpunkte, wenn ich sie erfüllt habe. Zum Erfüllen muss ich halt immer bestimmte Kosten bezahlen. Und da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Chrommaschinen, die mir unterschiedliche Vorteile bringen und Siegpunkte bringen. Je billiger sie sind, umso weniger Siegpunkte bringen sie auch. Je stärker sie sind, desto teurer sind sie auch. Und da gibt es auch unterschiedliche Antriebsarten. Und für alle diese Antriebsarten habe ich Platz in meiner Maschinenfabrik. Das ist zum Beispiel dieser Riemenantrieb. Und was kann ich noch machen? Ich kann, wenn ich spezielle Karten spiele, die mir das erlauben, die drei hier zum Beispiel, wenn ich diese spiele, kann ich mir eine neue Ingenieurin anwerben, die alle unterschiedliche Farben, Werte und Fähigkeiten haben. Hier kann Wasser erhitzt werden, hier kann ich mir weitere Ingenieurin holen. Diese Karte hier, die hat ein 4+, die kann persönlich gar nichts, aber dann kommen wir zum nächsten tricky Element. Ich kann halt auch, oder jeder kann, wenn ich eine Karte spiele, wenn ich hier meine 1 wieder spiele, kann jeder andere Spieler reihum diese Funktion auch kopieren. Wenn er auch eine grüne Karte spielt mit einem höheren Wert, dann kann er meine Aktion nachmachen, aber seine Aktion halt nicht. Ich zeige das mal bei mir hier. Wenn ein anderer Spieler diese 3 spielen würde, könnte er normalerweise eine Chrommaschine nehmen. Wenn er aber meine grüne 1 kopiert, kann er nur ein Rad nehmen. Und ich lege die immer an die Zahl, die hier oben draufsteht. Das bedeutet, je stärker eine Ingenieurin ist, desto länger muss ich auch warten, bis ich sie wieder auf die Hand habe. Deswegen das Kopieren und Mitfahren, wie wir so schön sagen, ist eine tolle Sache. Aber man muss da auch geschickt mit umgehen. Weil wenn ich immer kopiere, dann kann ich meine richtig großen Aktionen nicht machen und muss umso häufiger am Rad drehen. Und der Vorteil dieser Karte ist halt, die enthält alle 3 möglichen Farben, blau, orange und grün, hat eine 4+, damit kann ich auch jede Karte, die irgendjemand spielt, einmal kopieren. Das ist toll, aber die kommt dann auch hier ans X, da muss ich auch 4-mal am Rad drehen, bevor ich sie wieder nutzen kann.
Und wir machen das Ganze, um natürlich am Ende die meisten Siegpunkte zu kriegen. Und Siegpunkte kann ich immer kriegen, wenn ich diese solche Einmalmaschine habe hier. Dazu muss ich dann zwei kleine Räder abgeben, zwei mittlere Räder und ich muss eine neue Ingenieurin, auch keine der Startkarten, sondern eine mit dem Hut, den ich erworben habe, abgeben und dann kriege ich diese Endbelohnung und damit darf ich mir hier Belohnungen aussuchen, wofür ich am Spielende Siegpunkte bekomme. Hier bekomme ich zum Beispiel 2 Siegpunkte für jedes erhitzte Wasser, was ich am Spielende habe. Das sind 0 bis 10, 12 Punkte, sowas. Und jede Karte wird hier am Ende 2-mal liegen und wer die als Erste nimmt, kriegt noch diese Belohnung. Hier wird alles wasserheiß gemacht oder ich kann mir 3 Räder aussuchen oder ich kriege 4 Siegpunkte. Und es gibt halt ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und je nach Spieleranzahl werden entsprechend viele Endbelohnungskarten ausgelegt und darüber kriege ich die meisten Punkte. Es gibt aber auch schon Siegpunkte für Karten, für Einmalmaschinen oder auch Ingenieurinnen können Siegpunkte bringen. Es gibt halt ganz viele Möglichkeiten, aber diese am Spielende bringen die meisten. Was mich zu der Frage bringt, wann ist denn das Spiel beendet? Wir haben hier Sondersiegpunkte. Jedes Mal, wenn so eine Crewmaschine weggenommen wird und da liegt ein Siegpunkt drauf, oder jedes Mal, wenn eine weggenommen wird, rutschen diese Karten nach und auf die am weitesten rechts liegende wird ein Sondersiegpunkt gelegt. Und wenn da nur noch 3 sind, dann ist das Spielende eingeleitet, genauso wenn nur noch 3 Endbelohnungen da liegen. Aber das ist meine Hauptaktion, die ich mache, wenn ich am Zug bin, ist immer entweder eine Ingenieurin spielen oder am Rad drehen. Ich habe aber auch noch mehrere Möglichkeiten, indem ich Wasser abgebe, kann ich auch, ich habe hier, jeder hat zu Anfang 3 Wassertropfen, ich kann die durch, wenn ich diese zwei Ingenieurin spiele, kann ich Wasser erhitzen und mit heißem Wasser dampfen. Wenn mir diese Maschinen hier nicht gefallen, kann ich die einfach rechts für jeweils ein Wasser, ein rechts rüberdrehen und dann kommt hier eine andere Maschine zur Auswahl, weil ich darf normalerweise immer nur eine der 3 am weitesten rechts liegenden Sachen nehmen. Von diesen Drehmaschinen, von den Einmalmaschinen oder auch von den Ingenieuren. Und mit Wasserdampf kann ich das halt beschleunigen hier. Ich kann auch, wenn ich hier eine Drehmaschine habe, kann ich auch das Wasser auch einsetzen, um die einen nach vorne entgegen dem Uhrzeigersinn zu legen. Und dann produziert sie mir auch das entsprechende Rad. So was kann ich auch mal weitermachen. Sodass jede Aktion, ich kann vor oder nach meiner Hauptaktion noch andere Aktionen machen, die meine Aktion unterstützen. Das können die anderen nicht kopieren. Die anderen können nur kopieren, wenn ich mit einer Ingenieurin spiele. Am Ende meines Zuges gebe ich den Startspielermarker weiter und dann ist der nächste dran. Ich gucke, was der macht an Aktionen, ob ich da einsteigen kann oder nicht. Somit, wie gesagt, die Einzelaktionen sind einfach, aber dadurch, dass die unterschiedlichen Maschinen auch unterschiedlich ineinander wirken, immer wieder andere Maschinen auch auftauchen und ins Spiel kommen, das macht das Spiel so unheimlich abwechslungsreich. Aber das ist halt ein Kenner-Experten-Spiel und da gibt es so viel zu erleben und auszuprobieren. Das sollte man einfach am Tisch mal ausprobieren. Das war meine Erklärung vom Corrosion. Pegasus-Spiele. Wir machen Spaß. www.pegasus.de